Ja, hallo, hier ist der Arne. Und zwar helfe ich Schülern dabei, einen Nebenjob zu finden, um sich ein bisschen Taschengeld zusätzlich dazu zu verdienen. Und heute möchte ich mal über das Thema Zeitung austragen sprechen. Und zwar fragen mich unheimlich viele Schüler, wie man einen Job als Zeitungsausträger bekommt am besten. Und zwar sammelst du einfach mal während einer Woche alle Zeitungen, die so während der Woche in deinen Briefkasten eintrudeln. Und dort gibt es meistens auf der ersten Umschlagseite oder ganz hinten das Impressum. Steht groß oben drüber Impressum und dort findest du meistens eine Telefonnummer von der Zeitungsfirma. Dort rufst du an und sagst, dass du gerne Zeitung austragen möchtest. Meistens machen das Zeitungen verteilen die Zeitungsfirmen nicht mehr selbst, sondern die haben solche Zeitungsverteilfirmen oder Prospektverteilfirmen. Und meistens wirst du dann weiter verbunden. Ich habe mal das ausprobiert, ich wurde glaube ich 4 oder 5 Mal weiter verbunden, bis ich wirklich den richtigen Ansprechpartner an der Leitung hatte. Also lass dich auf keinen Fall entmutigen, wenn du anrufst und nicht gleich beim ersten Telefonat die richtige Person an der Leitung hast am Telefon. Ja, und dort sagst du einfach, du möchtest einen Job als Zeitungsausträger haben. Meistens fragen die dich dann, in welchem Gebiet du wohnst, weil die dir immer ein Gebiet geben, was in deiner Nähe ist. Meistens ist das Gebiet ausgerechnet nicht frei. Dann musst du dich auf eine Warteliste draufsetzen lassen und es dauert dann meistens einige Wochen, bis du dann auch ein Verteilgebiet zugeteilt bekommst. Auf jeden Fall solltest du deinen Namen hinterlassen dort, weil manchmal kommt es vor, dass jemand ausfällt, dass jemand krank ist und da hast du dann auch die Chance, kurzfristig mal einspringen zu können. Du musst auf jeden Fall 13 Jahre alt sein, um einen Job als Zeitungsausträger zu bekommen. Und verdienen tut man, je nachdem, wie fleißig oder wie groß dein Verteilgebiet ist, also zwischen 50 und 150 Euro im Monat. Und ja, ich hoffe, das hilft dir weiter. Ich habe auch noch einen ausführlichen Artikel geschrieben. Wenn du das Ganze nachlesen möchtest, dann gibt es unten einen Link unter diesem Video und dort findest du den Artikel. Wenn du Fragen hast, dann geh auf meine Facebook-Seite, dort kannst du Fragen stellen und dann werde ich mit Sicherheit auch bald ein neues Video machen. Und bis dahin wünsche ich dir viel Erfolg bei der Suche nach einem Job als Zeitungsaufträger. Und bis dahin alles Gute, dein Arne.